Fun, hier ist euer Aboram und ich bin mal wieder in Days Gone. Und tatsächlich habe ich jetzt hier eine neue Mission bekommen. Und zwar handelt es sich dabei wieder um einen Helikopter, der vorbeigeflogen ist. Und ich sollte diese Position ich erinnere mich hier auf der Suche nach etwas. Verfolge einen schwarzen Nero. Nee, Nerd, Nero-Helikopter, genau. Der ist nicht Nerd. Nerd ist was anderes. Okay, also da will ich jetzt hin, um mich da so ein bisschen wieder voranzubringen. Und würde sagen, wollt ihr mehr von mir sehen, mehr von dem Spiel, mehr noch von vielen, vielen, vielen anderen? Dann lasst doch bitte ein Abo da. Und ansonsten Like oder einen netten Kommentar. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Tja, mit einer Sache hattest du recht, Cope. All diese Nero-Flüchtlingslager, die haben sich als Todeslager herausgestellt, aber nicht so, wie du dachtest. Okay. Spannend, was habe ich denn da? Okay, ich glaube, da bin ich schon gewesen, habe ich was vernichtet. Also das Gute ist, wenn ihr bergab rollt, das würde ich empfehlen, dann geht man vom Gas runter, dann spart ihr auch etwas. Und die blauen Fragezeichen. Wie lange seid ihr schon hier? Hm? Lebt Hinterhalte, überfällt Versorgungstrupps. Oh Gott, was geht denn da ab? Anhörsch. Manche Dinge ändern sich nie. Geil. Fleisch kann ja nie schaden. Guck mal. Na, also. Dann bringt uns ja Geld. Stimmt ja, ich muss die letzten Nester verbrennen. Ja, das werde ich auch tun in einer ruhigen Sekunde.
Jetzt gucken wir erstmal, was wir jetzt hier zu tun haben. Keine Sorge, ich werde wiederkommen und euch ordentlich einheizen. Nacht ist immer scheiße. Was zum Teufel? Verdammt! Du bist wieder da oben, oder? Obwohl du das nicht solltest. Oh, kannst du einfach mal damit aufhören? Ich jage doch nur Freaks, Boser, verstanden? Wegen dem Kopfgeld, deshalb treibe ich mich da oben rum. Oh, Scheiße. Jäger. Verdammt. Warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Das waren wahrscheinlich nur Warnschüsse, sonst wäre ich ja schon tot. Nick, weißt du noch, als ich sagte, dass du lebensmüde bist? Ja, ich schaff das schon. Dicken Ende.
Ja, okay. Ein Funkgerät. Ach, verdammt, gib das wieder her! Na, Scheiße, das ist meins! Endlich, die Scheißkerle sind verdammt schnell. Okay, was machen die da? Sieht aus, als ob sie hier, scheiße, Freaks hüten. Keine Ahnung, die hatten einen Krabbler in der Schlinge und haben ihm einen Peilsender oder sowas angesteckt. Was? Hüten? Wie meinst du das? Also, die fesseln sie und nehmen Proben von ihnen oder sowas, wie diese Typen in den Tierdokus früher. Ziemlich abgefuckt. Schwärmer haben sie vertrieben. Die haben sich verpisst. Sie haben was dagelassen, ein Funkgerät. Warte, du glaubst doch nicht etwa, Sarah... Nein, ich weiß es doch nicht. Okay, er lebt, Boozer, er ist am Leben. O'Brien, das waren Neros. Ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Verdammt. Okay. Ich kann schon bald wieder fahren. Ich helfe dir, Dick. Wenn er lebt, finden wir den Penner. Da hast du verdammt nochmal recht. Ich melde mich später nochmal. Dicken Ende. Okay, O'Brien, wo zur Hölle steckst du? Ich hab mich verfahren. Könntest du mir helfen? Wie bitte? Verfahren? Ja, ich suche die Old Belknap Road und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Was? Was ist denn? Was? Oh. Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, wie komme ich jetzt? Was? Sorry, ich weiß nicht, wo Belknap, ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Tut mir leid. Das heißt nein? Nein. Okay. Tja, trotzdem danke. Hey! Okay. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh, sorry. Waren wohl schmutzig. Ich weiß nicht, wie steigt man auf dieses Ding? Ganz einfach. Schwing einfach dein Bein drüber. Okay. Ja. Also, rauf. Wow. Okay. Fertig. Hey! Hey! Gut festhalten. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Es ist nur, ich habe kein Netz und... Naja, also hier gibt's einen Teich, aber zum Fischen, also... Nein, ich meinte Handyempfang. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Na egal. Also, was macht ein Mädchen wie du an so einem Ort? Tja, das frage ich mich auch andauernd. Ich studiere, also ich untersuche Sachen. Danke, ich hatte keine Ahnung, was studieren heißt. Tut mir leid, ich studiere Pflanzen. Du studierst Pflanzen? Ja. Hey, Vorsicht! Scheiße, Vorsicht! Oh mein Gott. Bist du okay? Ja, nur... Oh, Himmel, das war knapp. Hey, bist du wirklich okay?
Mir geht's gut, das ist nur... Oh mein Gott. Hey. Hey. Ich habe Handyempfang. Hey. Ja, mir geht's gut, aber... Ihr Auto ist echt eine Dreckskarre. Sie müssen mich abschleppen. Ich bin, keine Ahnung, auf der... Keine Ahnung, Road wo. 42. Road 42? Ja, etwa eine Meile rauf. Ja, bis gleich. Komm, ich bring dich zurück zum Auto. Wir warten auf den Abschleppdienst. Ey. Ich weiß nicht. Okay, na schön. Wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit. Okay, na gut. Alles klar, ich muss nur... einen Moment. Die werden gleich hier sein, okay, also... Okay, scheiß drauf, los geht's. Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, oder? Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Meine Ex würde sagen, ich weiß nie, wo es lang geht. Na, hier kennst du dich jedenfalls gut aus. Du bist also nicht von hier, hä? Nein, ich komme aus Seattle. Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade ein Labor eröffnet. Also bin ich hergezogen, mitten ins Niemandsland. Um Pflanzen zu studieren? Genau, stimmt. Das habe ich schon erzählt. Also, die Firma, für die ich arbeite, sie arbeiten für diese Biotechnikunternehmen und einige der Pflanzen, die ich untersuche, die sind ziemlich selten. Und sie wachsen hier. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Oh, was zum Teufel? Cleet, wir kriegen Besuch. Alles klar, die Herren. Immer noch so. Was haben wir denn hier? Ein böser Biker, was? Ja! Ja, gib ihm noch eine! Los, weiter, schlag zu! Ist doch nicht so hart, Lucky. Was? Wann lernst du ich kann endlich weiterbleiben? Oh, ja! Ja! Dem zeigen wir es! Dem zeigen wir es, ja! Wie gefällt dir das? Wie los, das mit... Scheiße! Was scheiß doch, verdammt! Mann, ich hau ab. Moment, warte auf mich! Gib Gas, verdammt! Los! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey. Tut mir leid! Nein! Ich weiß nicht mal, das Ding war in deiner Tasche! Nein, ich hab's gesehen und... Oh mein Gott, ich hätte jemanden töten können! Naja. Oh, Scheiße! Ja, aber da müsstest du erstmal auf jemanden ziehen. Das hab ich noch nie gemacht, die... Hey, schon okay. Das Ding in deiner Tasche und ich wollte die Polizei rufen, aber weißt du, ich hatte kein Netz und keinen Empfang. Ich warte hier mit dir, bis dein Typ kommt. Okay. Danke. So was hab ich noch nie gemacht. Ja. Kaum zu glauben. Ja? Ja, ich würde sagen, es hat sich mal wieder gelohnt. Ich werde jetzt ein bisschen rumbiken und die ein oder andere Zone hier schon mal blenken. Ui, Entschuldigung, was ist das denn? Prequellen Hinterhalt. Ah, da bin ich dran vorbeigefahren. Und sobald ich eine neue Mission habe, würde ich mich einfach melden. Ja, und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Have fun, euer Aboram. Ciao, ciao.